Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten wir einmal bei diesem BMW E38 7er BMW Baujahr 6.1997 3,5 Liter Benzinmotor. An dem haben wir schon mehrere Reparaturen gemacht. Heute geht es einmal um das Thema Koppelstangen. Also wir werden an dem Modell schon mehrere Lenker, Koppelstange, Spurstange wechseln, aber in dem Video geht es einmal um die Koppelstange. Ein recht simples, leichtes Video. Wir haben da mehrere Lenker zugestellt. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Ich habe die alte Koppelstange hier, beziehungsweise Stabilstange auch genannt. Die andere Seite habe ich jetzt schon die ganzen Lenker gewechselt. Und ja, Koppelstange, wichtiges Bauteil. Und das möchten wir einmal austauschen. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Ja, hier sehen wir die Koppelstangen, beziehungsweise die Koppelstange. Wir wechseln beide, also auf der anderen Seite habe ich schon gewechselt. Warum wechseln wir die? Weil wir die Lenker austauschen möchten und deswegen wollen wir die in Verbindung mit austauschen. Aber warum werden die meistens ausgetauscht? Wenn man zum Beispiel über Huckel fährt, dann hat man so ein klopfendes bzw. so ein polterndes Geräusch. Das kommt meistens von den Koppelstangen. Man kann die so prüfen, indem man die Stabilstange hier unten hoch und runter bewegt. Und dann hört man auch manchmal so ein Klack, Klack, Klack. Deswegen wird das Ganze ausgetauscht. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Mit einer Drahtbürste machen wir hier das Ganze einmal sauber. Rostlöser drauf. Das gleiche auch unten. Wir nehmen einen 14er, den können wir hier hinten ansetzen. Manchmal gibt es halt Koppelstangen, die das nicht haben, wo man hier kein Maul dran machen kann. Dann müsst ihr halt so eine Zange nehmen und hier das Ganze festmachen. So, und dann einmal 17er Nuss. Und wir haben Glück gehabt. Manchmal ist es so fest, dass wir das nicht abbekommen, dass die Mutter hier so fest dran bleibt, dass wir das Ganze abflexen müssen. In dem Fall haben wir Glück gehabt. Das gleiche jetzt hier auf der Seite. 14er hinten ansetzen. Und 17er. Und so wie es aussieht, wurden die mal gewechselt. Also das sind jetzt nicht die Originalen, also die wurden mal gewechselt. Normalerweise ist das hier bombenfest und das wird meistens abgeflext. Jetzt nehmen wir die neue Koppelstange und wieder drauf das Ganze. Wir haben auch verstärkte Koppelstangen genommen. Man spürt, dass die Stange hier dicker ist. Und von HD, also die sind von Malle HD. Das ist die verstärkte Version. So. Dann setzen wir das hier mal an. Die Muttern bekommen 65 Newtonmeter.
Ja, Leute, und so kann das Ganze dann auch aussehen. Also, das Ganze muss man natürlich noch auf der anderen Seite machen. Die Radbolzen mit Newtonmeter anziehen, ist alles selbstverständlich. Ja, also eine Achsvermessung ist bei dieser Reparatur, wenn man nur die Koppelstangen wechselt, nicht zu empfehlen. Kann man natürlich immer noch machen. Oder kann man, beziehungsweise kann man empfehlen, aber eine Achsvermessung ist nicht dringend notwendig. Ja, schreibt mal eure Gedanken, eure Kommentare unten in die Kommentarbox. Zum Thema Koppelstangen, wenn da irgendwelche Fragen sind, ansonsten eigentlich simpel. Das Thema hatten wir auch schon mehrmals auf dem Kanal. Und ja, so wechselt das man bei dem E38 in dem Fall wirklich super gelaufen. Es gibt wirklich schlimmere Fälle, wo man halt die Koppelstange abflexen muss oder die Mutter warm machen muss. In dem Fall super gelaufen, weil die wahrscheinlich auch vor vielleicht 1-2 Jahren gewechselt wurden. Ja, obwohl die schon ziemlich vergammelt aussahen. Aber ja, ist halt jetzt so gelaufen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!